In den Stück Penicillea geht's den grundsätzlichen Kampf zwischen Mann und Frau, zwischen den Unterschieden zwischen Mann und Frau und wo die Unterschiede zusammenkommen können und wie das wieder auseinander geht. Du bist mir zu Füßen trefflich gesunken, als wir im Kampf uns trafen, nicht ich dir. Es versucht zu erzählen, was immer wieder das Problem ist zwischen Mann und Frau. Und das ist heutig. Niemand kann, was Penthesilea will, ergründen. Die Krieg ist die Anleitung, eine Liebesgeschichte zu erzählen. Achill und sie mit vorgelegten Lanzen begegnen beide sich. Zwei Donnerkeile, die aus Gewölben ineinander fahren. Für von Kleist ist es Anknüpfungspunkt gewesen, dass Achill Penthesilea getötet hat. Und dann guckt er, wer das dann ist. Ihre Helme geht nach oben und er guckt in ihr Gesicht und er denkt, mein Gott, was habe ich denn hier getötet? Was eine unfassbar schöne Frau. Und da ist von Kleist angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Aber es ist eigentlich auch meine Geschichte. Wie viel Irrtum mache ich nicht in meinem Leben, dass ich die Leute nicht gut angeguckt habe. Und das ist natürlich ständig der Fall.